Hallo und herzlich willkommen, werte Zockerfreunde, zurück zu Let's Play Dragon Age. Wir haben den König kennengelernt, er steht gerade vor uns mit seiner prächtigen goldenen Rüstung und unterhalten uns gerade mit ihm. Und ja, müssen wir jetzt mal gucken, wie wir eigentlich mal antworten. Denn ja, das bin ich. Wir sind das jüngste Kind, ne? Von unserem Vater. Denn unser Bruder, der Älteste, sollte eigentlich schon hier sein. Und ja, Eure Majestät, mein Name ist Ankura. Wisst ihr überhaupt nicht, dass mein Vater tot ist? Das weiß ich gar nicht, ob er die Nachricht schon bekommen hat. Ja, das bin ich und ich habe wichtige Neuigkeiten. Ja, ich denke mal, das antworten wir. Ja, das bin ich und ich habe wichtige Neuigkeiten. Geht es um euren Vater? Euer Bruder war seinetwegen besorgt. Ja, jetzt wird's nämlich sehr unangenehm, leider. Er wird nicht kommen, er ist gefallen, als unser Schloss eingenommen wurde, denn der Earl Howe hat uns ja verraten. Wisst ihr nicht, was geschehen ist? Nun, ich fürchte, ihr werdet noch etwas länger warten müssen. Das klingt eigentlich recht edel und nett und hört mal die Musik. Die ist wirklich verdammt schön gerade in dem Augenblick, ja. Er wird leider nicht kommen, er ist gefallen, als unser Schloss eingenommen wurde. Gefallen? Was meint ihr damit? Duncan, wisst ihr etwas darüber? Taryn Cousland und seine Frau sind tot, Euer Majestät. Arl Howe hat sich als Verräter erwiesen und Schloss High Ever eingenommen. Wären wir nicht entkommen, hätte er uns getötet und euch irgendeine Geschichte aufgetischt. Ich kann es kaum begreifen. Wie konnte er nur glauben, mit einem derartigen Verrat durchzukommen? Sobald wir hier fertig sind, wende ich meine Truppen nach Norden und ziehe Howe zur Rechenschaft. Ihr habt mein Wort. Ja, vielen Dank, Eure Majestät. Natürlich, es gibt nichts, was ihr vorher unternehmen könntet. Das glaube ich nicht, denn wir sind hier gerade in der Schlacht. Wie werdet ihr ihn zur Rechenschaft ziehen? Naja, es ist der König. Ich glaube, hier redet man von dem Tod dann, von dem Earl Howe. Ich denke mal, es reicht, wenn wir uns bedanken. Also vielen Dank, Eure Majestät. Ich bin mir sicher, ihr würdet gerne euren Bruder sehen. Leider sind er und seine Männer gerade auf Erkundungsmission in der Wildnis. Oh, das ist natürlich alles andere gut, aber er ist vielleicht in Gefahr. Wann wird er zurückkehren? Ich brenne nicht darauf, ihm zu erzählen, ja, es ihm zu erzählen, Eure Majestät. Das ist natürlich verständlich. Aber er könnte auch in Gefahr sein, das wissen wir natürlich auch nicht. Und vielleicht sollten wir da die ein oder andere Patrouille hinterher schicken. Ich sag mal, aber er ist vielleicht in Gefahr. Wir alle sind in Gefahr, mein Freund. Bis euer Bruder zurückkehrt, gibt es nichts, was wir tun können. Und leider wird das erst nach der Schlacht sein. Verzeiht mir, aber mehr kann ich nicht tun. Ich kann euch nur raten, euren Schmerz vorerst gegen die dunkle Brut zu richten. Und so soll es natürlich dann auch sein. Nun dann, danke fürs Nichtstun. Oh, jetzt werden wir definitiv nicht unverschämt gegenüber dem König. Ja, was wisst ihr schon über meinen Schmerz? Vielen Dank, Eure Majestät. Ich denke mal, der weiß auch, wie es ist, wenn man Leute verliert. Er ist letzten Endes auch König. Solange Earl Howe dafür bezahlen wird, bin ich zufrieden. Wir bedanken uns einfach mal weiter. Vielen Dank, Eure Majestät. Verzeiht, dass ich euch verlassen muss, aber ich sollte zu meinem Zelt zurückkehren. Loghain brennt darauf, mich mit seinen Strategien zu langweilen. Euer Onkel schickt euch seine Grüße und erinnert daran, dass die Truppen aus Redcliff in weniger als einer Woche hier sein könnten. Ha! Emon will auch sein Stück vom Ruhm. Wir haben schon drei Schlachten gegen diese Bestien gewonnen und morgen wird es nicht anders sein. Ah, okay. Die haben schon hier dreimal gekämpft. Ja, mir war nicht klar, dass die Dinge so gut laufen. Es klingt, als sei die Verderbnis fast beendet. Ihr klingt, als wärt ihr euch dessen sicher. Ja, jetzt ist die Frage, also was antworten wir denn? Ich denke mal die Eins. Also mir war nicht klar, dass die Dinge so gut laufen. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das wirklich eine Verderbnis ist. Die Schlachtfelder sind zwar voller dunkler Brut, aber bisher gab es keine Spur eines Erzdämons. Seid ihr enttäuscht, Euer Majestät? Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft. Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Aber ich nehme an, ich muss mich mit dem begnügen, was wir hier haben. Ich muss gehen, bevor Loghain noch einen Suchtrupp aussendet. Lebt wohl, graue Wächter. Was der König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die dunkle Brut gewonnen. Ja, das klingt natürlich sehr gut, aber was hat es mit diesem Erzdämon auf sich, ne? Du klingst trotzdem nicht wirklich beruhigt. Ja, das ist mir
auch bewusst, aber vielleicht ein Verderbnis. Wie gesagt, ich lese ja nicht alles vor. Wenn ich es tun soll, schreibt es in die Kommentare. Ich werde mal dir eins antworten. Du klingst trotzdem nicht wirklich beruhigt. Trotz der bisherigen Siege wird die Horde der dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Dann sollten wir uns vielleicht beeilen. Ja, was sollten wir meiner Meinung nach tun? Deiner Meinung nach zumindest. Ja, glaubst du, wir sind in Gefahr? Doch, das könntest du, wenn er nicht so ein Dummkopf wäre. Ich glaube nicht, dass der König irgendwie schlecht ist. Und ich meine, es ist ja auch wirklich eine edle Sache, dass die Könige damals selbst aufs Schlachtfeld getreten sind. Heute gibt man ja nur Befehle weiter und damals war das noch eine Art, ja, Heldenleistung. Ja, was sollten sie deiner Meinung nach tun? Finde ich eigentlich richtig gut, denn er kennt die dunkle Brut der Duncan und ich glaube, der weiß am besten, was jetzt zu tun ist. Auf Verstärkung warten. Wir haben den Grauen Wächtern von Orlais eine Nachricht geschickt, aber es wird Tage dauern, bis sie zu uns stoßen. In Ferelden gibt es zu wenige von uns. Wir müssen einfach tun, was wir können und darauf hoffen, dass Terran Loghain den Unterschied macht. Und deshalb sollten wir jetzt ohne weitere Verzögerung das Ritual des Beitritts fortsetzen. Ein Ritual des Beitritts? Was muss ich tun? Wovon sprichst du? Welches Ritual? Es wäre nett, vorher etwas Warmes zu essen zu bekommen. Ja, das klingt eigentlich ganz nett. Ich meine, nach dem Schock könnten wir eigentlich etwas essen, obwohl ich würde, glaube ich, nichts essen, weil es mir auf den Magen schlagen würde. Aber wovon sprichst du? Welches Ritual? Um ein grauer Wächter zu werden, muss jeder Rekrut ein geheimes Ritual vollziehen, das wir den Beitritt nennen. Das Ritual dauert nicht lang, aber es bedarf einiger Vorbereitungen. Wir müssen bald anfangen. Gut, okay. Ja, ich muss Fergus finden. Warum ist das Ritual geheim? Bin ich der einzige neue Rekrut? Großartig, dann sollten wir es hinter uns bringen. Was muss ich tun? Ja, ich weiß nicht. Wie lange dauert so ein Ritual, ne? Das ist jetzt die Frage, sonst würde ich antworten, ich muss Fergus finden, aber der ist eh auf Patrouille und der König hatte eigentlich recht, wir können kaum etwas unternehmen. Deswegen, was müssen wir tun? Also, was muss ich tun? Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umsehen. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu verlassen. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Während ich mich um ein paar Dinge kümmere, kann dein Hund bei mir bleiben. Das Zelt der Grauen Wächter liegt hinter dieser Brücke. Wenn du uns brauchst, findest du uns dort. Ja, Spiel wird gespeichert, gespeichert. Neuer Codex-Eintrag, König Kaelin, okay. Kokari-Wildnis, eieiei, Gebiet freigeschaltet Ostagar, da ist da, wo wir jetzt gerade sind, eine neue Quest haben wir, Beitritt der Grauen Wächter, so, bevor wir jetzt über diese Brücke gehen, werden wir uns natürlich ein bisschen hier umschauen, denn hier haben wir doch direkt schon etwas, die Elfenwurzel, ja, erhaltene Gegenstände, okay, zeigt uns nicht an, wie viele wir gesammelt haben, aber wir sammeln auf jeden Fall etwas ein. Ja, meine Güte, was eine Geschichte. Die hat richtig direkt an Fahrt aufgenommen, was ich natürlich sehr schön finde. Wie gesagt, ich kann mich nicht an alles erinnern, aber das wusste ich natürlich und ich spoilere euch selbstverständlich nicht, denn es ist eigentlich schon eine wirklich erschreckende Geschichte, dass der Earl Howe hier uns einfach so in den Rücken fällt und wir kämpfen hier gegen die dunkle Brut. Das ist schon wirklich, wirklich schlimm. Ein Rinderknochen, ein Geschenk, genau. Das ist zum Beispiel etwas, was ich total vergessen habe. Darauf kommen wir dann, wenn es dann mal soweit ist, wenn wir dann Gefährten haben. Denn wir können unseren Mitgliedern oder Gefährten, die wir dann dabei haben, Geschenke geben. Und damit ja, sind die uns dann immer besser gesonnen. Ja, da stand es gerade eben. Jetzt habe ich es weggeklickt. Nee, jetzt schon wieder. Nanu. Und je höher dann die Freundschaft mit denen ist, desto mächtiger werden die zu uns. Und wir kriegen sogar auch passive Bonis dann, wenn wir sie im Kampfgeschehen dabei haben. Hier steht es auch nochmal drin, ne? Wenn ihr es eben lesen möchtet, dann ja, macht man hier kurz Pause-Taste. Aber das zeige ich euch dann auch, da steht auch dran, ein guter Ort ist halt ein Lager und so. Und darauf werden wir dann auch kommen, wenn es soweit ist. Dann können wir nämlich ein paar Geschenke verteilen, das wird sehr interessant. Dann gibt es auch neue Dialogoptionen.
So, die Elfenwurzel, und die haben dann auch alle noch persönliche Quests und so weiter und so fort, die wir dann mit unseren Gefährten dann abschließen können. Ah, eine Truhe. Die natürlich verschlossen ist, aber das ist kein Problem für uns. Und da noch Elfenwurzel. Wunderbar, alles mitgenommen. So, und hier stehen die Wachen. Ach, und schaut mal, das ist doch eigentlich ein richtig schöner Ausblick, meine Güte. Und die Musik ist auch total schön. Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. Ja, ich natürlich auch, werter Soldat. So, jetzt gucken wir uns natürlich hier drüben nochmal um, ob wir hier irgendetwas finden. Und ich hoffe auch, dass die Musik jetzt nicht zu leise ist, sonst muss ich die ein bisschen höher stellen. Denn der Soundtrack in diesem Spiel ist wirklich auch ein ganz, ganz toller Soundtrack. Ich meine, es gibt ja mehrere Spiele, aber hier von Dragon Age, der ist auch verdammt gut. Oder ich sollte einfach vielleicht mal nie so viel quatschen, das könnte man natürlich auch machen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt laufen wir mal hier oben hoch. Möge der Erbauer euch beschützen, Herr. Okay, er meckert nicht, dass wir hier oben hin dürfen, denn da ist man nicht so ein großer Turm. Aber wir wollen uns eigentlich mal hier umgucken. Aber hier gibt es schon gar nichts mehr. Auch keine Pflanze oder so für unsere Wundumschläge oder Fallen, wie auch immer, was wir daraus basteln können. Achso, und hier oben ist abgeschlossen. Schade. Der Turm von Ishal ist gesperrt. Die Männer, die drin stationiert sind, sichern ihn ab. Okay, was ist der Turm von Ishal? Ich glaube, er wurde einst verwendet, um nach den Wilden Ausschau zu halten, die aus dem Wald kamen. Aha, okay. Und warum ist der Turm gesperrt? Auf Befehl von Taren Logane. Der Turm wird von seinen Männern gesichert. Er soll in der Schlacht eine Rolle spielen. Mir wurde gesagt, sie hätten ein paar tiefer gelegene Kammern entdeckt und sie wüssten nicht, wie tief sie genau gehen. Deshalb darf im Moment niemand hinein. Was heißt denn mit der tiefer gelegte Kammern? Ich habe nichts derartiges gesehen, als ich dort war. Aber wer weiß. Oh, das klingt aber nicht so gut. Die Ruine ist ziemlich groß. Sie stammt noch aus der Zeit des Reichs von Tevinter. Sie wurde von Zwergen errichtet. Vermutlich steht sie deshalb noch. Ah, okay. Das heißt, Zwergen-Handwerkskunst hält natürlich länger als normale Kunst. Möge der Erbauer eure Schritte lenken. Ja, deine auch, werte Wache. Gut, also hier dürfen wir auf jeden Fall noch nicht hinein. Und ja, da ist ein Turm, der hat wohl eine entscheidende Rolle hier in der Schlacht dann, wenn es soweit ist. Und jetzt gehen wir mal über diese richtig schicke Brücke. Ich meine, die Codex-Einträge könnten wir uns jetzt mal angucken, aber ich weiß gar nicht, können wir hier runterfallen? Ich will es ehrlich gesagt nicht hoffen. Jetzt müssen wir mal vorsichtig sein. Und das sieht ja auch richtig aus hier nach einer Schlucht. Also hier wird dann so eine epische Schlacht stattfinden. Eieiei. Und ganz viele Denkmäler. Und da ist wieder die schöne Musik. Ah, Gänsehaut. Hallo, ihr müsst der Rekrut der Grauen Wächter sein, den Duncan hierher gebracht hat. Ja, hallo Soldat, das sind wir auch. Ich wette, dieser Ort hat schon seit Jahrhunderten nicht mehr so eine Betriebsamkeit erlebt. Habt ihr ein bestimmtes Ziel? Ja, das ist eine gute Frage. Ich suche einen Grauen Wächter namens Alistair. Den suchen wir auch. Versucht es weiter nördlich. Ich glaube, er sollte den Magiern eine Nachricht überbringen. Den Magiern eine Nachricht überbringen, okay. Aber hier, erzählt mir etwas über Ostagar. Soweit ich weiß, war es vor langer Zeit eine Festung. Damals, als die Wilden in die Ebenen eingefallen sind. Ihr wart am östlichen Ende der Ruine. Der Turm von Ishal steht dort, aber Taren Logane hat ihn bis zur Schlacht schließen lassen. Auf dieser Seite ist das Lager des Königs. Wir haben die Grauen Wächter, den Zirkel der Magi, die Kirche... Jede Menge wichtige Persönlichkeiten. Eieiei, so viele Leute. Ist das Hundegebell? Ja, das habe ich auch gerade eben gehört. Dann fragen wir einfach mal von oben bis unten ab, wo ist der König? Vermutlich in seinem Zelt. Er und Taren Logane halten sich im südwestlichen Teil des Lagers auf. Der König verbringt allerdings viel Zeit mit seinen Soldaten, manchmal sogar ohne seine persönlichen Wachen. Das macht Taren Logane wahnsinnig. Oh, könnte denn ein Anschlag auf den passieren oder so? Verübt werden? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Aber ich mache mich auf den Weg. Nee. Wo kann ich irgendwo Ausrüstung herbekommen? Beim Quartiermeister. Ihr findet ihn ein Stück weiter im Nordwesten. Das ist natürlich gut. Der Zirkel der Magie ist hier? Einige Magier ja. Sie haben sogar diese unheimlichen, ruhigen Typen mitgebracht. Diese Besänftigten. Wenn sie sprechen, läuft es mir immer kalt den Rücken runter. So kühl und ausgeglichen. Sie sind nördlich von hier, auf einem Fleck mit einer Horde Templer, die sie wütend anstarren. Ihr könnt sie nicht übersehen. Okay, alles klar. Und das Hundegebell? Das hier ist Ferelden, nicht wahr? Die Hundezwinger des Königs sind im westlichen Teil des Lagers.
Die vielen Hunde verbreiten einen ziemlichen Gestank. Das sind allerdings keine süßen Welpen. Einige dieser Hunde haben die dunkle Brut gebissen und zu viel von ihrem Blut abbekommen. Es wirkt wie Gift. Ein langsamer, qualvoller Tod. Grauenhaft. Oh Gott, die armen Tiere. Ja, sehr unschön mit der dunklen Brut, aber so ist es leider. Ja, ich möchte euch etwas anderes fragen, mal gucken. Dann lasst mal hören. Wo finde ich Duncans Zelt? Genau. Nicht weit von hier, einfach geradeaus, direkt hinter dem königlichen Feldlager. Die meisten eurer Kameraden sind bei den Truppen im Tal, aber die Rekruten sollen vorerst hier oben bleiben. Gut, okay, dann machen wir uns doch einfach mal auf den Weg. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ja, vielen Dank. Neuer Codex-Eintrag Ostagar. Alles klar, da haben wir noch mehr Hintergrundinfos. Jetzt gucken wir erstmal auf der Karte und hier ist auch alles markiert. König Kaelin Zelt und Logan, aha, das ist dann ein neuer Tyrant, den wir kennenlernen. Duncans Feuer, ja, der Hundezwinger, Lazarett, was haben wir hier? Quartiermeister für unsere Rüstung und in die Kokari-Wildnis. Okay, dann würde ich doch sagen, gucken wir uns einfach mal um. Denn hier gibt es doch das ein oder andere, was wir mitnehmen können. Ach, die Lichteffekte sind so schick hier. So, wer ist hier? Noch eine Wache? Ein Schild? Königliches Lager? Grüße. König Kaelin ist derzeit nicht in seinem Zelt. Ah, okay. Überreden. Erzählt mir vom König. Ihr müsst ihn oft sehen. Das ist natürlich vielleicht wieder Manipulation, ne? So eine Dialogoption. Da müsste ich eigentlich jetzt mal nachgucken. Aber ich meine, das ist es. Wir überreden ihn mal, zumindest versuchen es. Das tue ich wohl, obwohl er einen Großteil seiner Zeit mit den Grauen Wächtern verbringt. Er begleitet sie, wohin auch immer sie gehen, um genau zu sein. Taren Loghain sucht den König so oft wie möglich auf und diskutiert mit ihm über die kommende Schlacht. Aber der König winkt einfach ab. Der König will die Verderbnis in einer einzigen großen Schlacht beenden, die die Barden noch in Jahrhunderten besingen werden. Haltet ihr das für möglich? Na, halten wir das für möglich? Na, das wird die kommende Schlacht zeigen. Natürlich, woher soll ich das wissen? Ja, ich habe so meine Zweifel. Ich denke mal, wir sind Realist. Das wird die kommende Schlacht zeigen. Genauso denkt auch der Taren. Doch am Ende wird er dennoch tun, was der König will. Der König war amüsiert, als der Taren ihn unverantwortlich nannte. Und sie haben sich wegen der Königin gestritten. Wegen der Königin? Okay. Ich wusste nicht, dass Kaelin verheiratet ist. Ja, verheiratet ist. Doch, mit niemand Geringerem als der Tochter des Taren. Er war über irgendetwas, was sie oder der König getan hat, nicht besonders glücklich. Ich bin mir nicht sicher. Ich sollte vermutlich nicht darüber sprechen. Ah, okay. Ja, dann sollten wir doch mal gehen. Wie ihr wünscht. Ja, wie wir wünschen. So eng sind die miteinander vertraut hier. Und was ist das hier für ein Zelt? Was ist das denn hier? Logans Wache. Hier ist der Logan. Ihr nähert euch dem Zelt von Taren Loghain. Was ist euer Anliegen? Oh, ein sehr grimmiger Typ. Erzählt mir doch bitte ein bisschen von Taren Loghain. Wie kann es sein, dass ihr nichts von Loghain wisst? Er hat mitgeholfen, Ferelden zu befreien. Er war der Kopf hinter König Mareks Truppen und hat diese verdammten Orlesianer aus unserem Land gejagt. König Marek belohnte ihn, indem er ihn zum Taren machte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Bürgerlicher, der direkt in den Hochadel aufsteigt? Ihr könnt darauf wetten, dass der König die dunkle Brut ohne Loghain niemals besiegen würde. So. Ist der Taren in seinem Zelt und was macht er? Ja, er ist in seinem Zelt, aber ich bezweifle, dass ich in der Position bin, über seine Angelegenheiten zu reden. Oh, jetzt können wir natürlich ihn überreden oder wir sollten gehen. Wir versuchen ihn mal zu überreden. Was soll man denn nehmen? Ja, ich bitte um eine Audienz beim Taren. Ich nehme an, ihr habt eine Nachricht für ihn. Wartet einen Moment. Ja, was gibt es? Ah, ihr seid Duncans neuer grauer Wächter, nehme ich an. Ja, gewiss, das sind wir auch, Freunde. Und leider müssen wir hier wieder einen Cut machen. Und wir sehen uns dann hier beim werten Logan auch direkt wieder. Also bis dahin.